Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe letztens mal wieder eine Umfrage gestartet, was ihr denn so als nächstes sehen wollt. Und ganz viele von euch hatten sich für die Lernblatt-Kollektion entschieden, also wo ich euch mal meine ganzen schönen Notizen zeige. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil zumindest bei mir gerade Ferien sind und ich da eigentlich mit Schule nicht so richtig was am Hut haben will. Aber wenn ihr das gerne sehen wollt, dann zeige ich euch das natürlich. Und da habe ich mich dann in einer 23-Uhr-Aktion noch auf die Suche gemacht und sämtliche Lernblätter, die ich irgendwie finden konnte, rausgekramt. Und es sind auch einige zusammengekommen, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Also legen wir einfach direkt los. So, ich habe hier meinen Stapel an sämtlichen Lernblättern bzw. auch Hefte mit Schriften. Also ihr seht schon, okay, ihr seht es nicht, aber das sind relativ viele und ja, die gehen wir jetzt einfach mal durch. Und zwar ist das hier aus der 11. Klasse Biologie, Milchsäuregärung und ja, Stoffwechsel, ich weiß auch nicht, Achtzellatmung. Ja, das müsste 11. Klasse sein, weil ich ja auch noch diese neonfarbenen Marker hatte und nicht die Pastellmarker, die ich jetzt habe. Auf jeden Fall habe ich hier versucht, irgendwie mit so kleinen Symbolen, also zum Beispiel hier diese Milchkanne oder diesen Bonbon, mir das noch ein bisschen besser einprägen zu können. Ja, also ich war da schon sehr kreativ, wie ich sehe. Das nächste Blatt ist auch noch aus der 11. Klasse und zwar ist das Geschichte, Gründe für die Rückständigkeit Deutschlands. Ich glaube, das ist Industrialisierung, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall, das muss ich dann auch sicherlich für meine Prüfung nochmal mir angucken. Hier habe ich zum Beispiel, das soll so eine Art Insel sein, also so koloniemäßig, ne? Und hier Ständegesellschaft mit der Treppe. Ich habe halt immer versucht, so die Wörter in Bilder zu fassen, damit ich mir das, weil ich bin halt ein visueller Lerntyp, damit ich mir das ein bisschen besser einprägen kann. Genau, und das Ding hat auch noch eine Rückseite. Da habe ich noch Taylorismus und Fordismus. Oh Gott, ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Das sind, glaube ich, ja, Produktions. Fragt mich nicht. Ich muss das erstmal nochmal mir angucken vor der Prüfung. Aber es ist ja auch zum Glück noch ein kleines bisschen hin bis dahin. Aber auf jeden Fall habe ich hier auch mit verschiedenen Schriftarten gearbeitet und. Das ist noch ein ziemlich altes Lernblatt. Das ist noch aus der 10. Klasse. Für die BLF in Deutsch habe ich das damals gemacht. Also steht hier zumindest. Aber das ist eigentlich ganz hilfreich. Das werde ich mir mal zur Seite legen, weil das könnte ich wahrscheinlich auch fürs Abi nochmal gebrauchen. Ja. Das hier ist aus der 12. Klasse und zwar von Physik, Interferenz und Polarisation von Licht. Hier habe ich dann schon meine Pastellmarker gehabt und ja, so viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Blatt habe ich euch auch schon mal gezeigt und zwar in meinem Gute Noten ohne Lernen Video. Das habe ich mir für Deutsch gemacht, vor einer Klausur. Unsere Lehrerin hat immer gesagt, die Analyse ist der Kleiderbügel, an dem du dich mit der Interpretation aufhängen musst. Und deswegen habe ich das hier so ein bisschen bildlich dargestellt und ja. Das nächste sieht zwar auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen chaotisch aus, aber man kann sich da eigentlich ganz gut zurechtfinden, zumindest wenn man halt hier oben anfängt und dann einfach so weiterliest. Das ist Physik, aber auch 11. Klasse noch. Und ja, ich habe es halt einfach versucht, alles auf ein Blatt zu bekommen. Und deswegen ist das hier so vollgepackt. Ich habe jetzt auch noch ein paar Blätter aus meinem Hefter mit reingenommen, die ich eigentlich ganz hübsch fand. Das hier ist allerdings schon aus der 10. noch. Und zwar Englisch, logischerweise The British System of Government. Das hat, glaube ich, auch noch eine Rückseite. Ja. Genau, das habe ich, wie gesagt, damals war ich eher so auf diese Fineliner und mit Farbschema. Also ihr seht, ich bin halt immer in den gleichen Farben geblieben. Damals war ich noch nicht so auf die Marker aus. Das Blatt hier ist auch wieder Geschichte und zwar Französische Revolution. Ich weiß gar nicht, warum steht 30.01.2016, weil man behandelt das, glaube ich, früher. Aber naja, auf jeden Fall finde ich es eigentlich ganz hübsch, so mit der französischen, also mit der Karte von Frankreich und so. Ja. Und das hier, das ist mir beim Durchsuchen meiner Hefte auch in die Hände gefallen. Und zwar ist das so ein kleines Bild, was ich mal für meinen damaligen Sitznachbarn gemalt hatte. Ich glaube, es ging irgendwie darum, dass ich ihm viel Glück für seine Lied-LK oder für einen Vortrag gewünscht habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand ich das mega süß. Und ich wollte es euch auch mal mit zeigen. Das hier, ich drehe mir den ganzen Stapel um. Das ist auch ein Blatt aus Englisch damals. Also einfach nur so eins aus dem Hefter. Listening Obama's Speech. Okay. Da haben wir wahrscheinlich einfach nur, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Übung gewesen, aber ich habe mal gedacht, okay, ich male das mal fancy hier. Das nächste ist auch wieder Bio und zwar Photosynthese. Ja, also das ist viel, ziemlich viel mit kleinen Skizzen hier, also ihr seht ein Chloroplast, dann hier irgendwelche anderen Dinger, die auch mit so Photosynthese gehören. Fragt mich nicht, Leute, ich habe das alles schon wieder vergessen. Naja, und Calvin-Zyklus, also ich weiß nicht, wenn ihr noch in der Unterstufe seid, dann kommt euch das bestimmt alles total spanisch vor, aber
so schwierig, wie es aussieht, ist es eigentlich gar nicht. Das hier ist auch wieder ein Blatt aus dem Hefter, und zwar von Deutsch, logischerweise, wegen Faust. Ja, Rückseite hat das Ding auch noch. Ja, ich wollte euch einfach auch mal ein paar Blätter aus meinem Hefter zeigen, damit ihr seht, wie schön meine Schrift früher mal war, weil jetzt ist sie nämlich nicht mehr so. Naja, und das hier ist, was ist das denn eigentlich? Ach ja, das ist Mathe. Das war Vektorenrechnung, da habe ich alles Mögliche, also was man mit Vektoren irgendwie machen kann. Umwandlungen, Addition, Subtraktion, Multiplikation und ja, Umformungen habe ich halt hier alles mit draufgepackt. Und das sieht echt wahrscheinlich schwieriger aus, also falls ihr das jetzt noch nicht dran hattet, es sieht schwieriger aus, als es ist. Also Vektorenrechnung ist eigentlich echt cool. So, das hier ist auch wieder 11. Klasse, man sieht es an den neonfarbenen Markern, und das ist Industrialisierung in England, und das ist echt mein Lieblingsthema in Geschichte gewesen. Ich hoffe so sehr, dass ich dazu eine Prüfungsfrage bekomme, also ich mache ja mündliche Prüfungen in Geschichte, und ja, das habe ich halt auch total vollgepackt, aber ich fand das eigentlich ganz cool so mit diesen Zahlen, wie ich das hier gemacht hatte, und hat es eine Rückseite? Nein, okay, nein. Gut, das nächste fand ich einfach vom Farbschema her wieder ganz süß. Das müsste irgendwie GK oder sowas sein. Ich glaube 11. Klasse. Nee, ich glaube, das ist noch 10. Klasse, weil ich hier noch mit Füller geschrieben habe, ja. Also müsste es irgendwie Gewi oder so sein. Ja, ich wollte es euch nur wegen dem Farbschema zeigen. Also ich finde das ganz süß und mit dem Rosa und Hellblau. Das hier habe ich erst vor kurzem gemacht. Das war für eine Geschichtsklausur. Ära Adenauer und halt Bundesrepublik Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, das ist eine Rückseite? Nein. Ja, hier habe ich eigentlich echt alles draufgepackt, was ich irgendwie für die Klausur wissen musste. Deswegen ist das auch so vollgepackt. Und ich fand es eigentlich ganz süß mit den kleinen Steckbriefen hier. Das hier ist Chemie, und zwar Massewirkungsgesetz, Gleichgewichtskonstante und chemisches Gleichgewicht, halt sowas. Falls ihr in der 12. Klasse seid, wisst ihr darüber Bescheid, sonst wahrscheinlich eher nicht. Ich finde, das ist eigentlich echt ein schönes Blatt, weil ich hier so viel mit verschiedenen Schriften gemacht habe. Und das hat mir echt gut gefallen. Das hat auch noch eine Rückseite. Ups, jetzt bin ich gerade an die Kamera gekommen. Ja, genau. Und das hier müsstet ihr ja schon kennen, wenn ihr meine schönen Notizenvideos angeguckt habt. Das habe ich ja mal mit euch zusammen gemacht. Und zwar ist das Genetik, Erbkrankheiten und so weiter. Und das hier wollte ich euch auch zeigen, auch wenn das jetzt nicht so schön bunt ist. Aber da haben wir mal die Grundrechte auswendig lernen müssen, und ich habe mir halt einfach immer so kleine Symbole daneben gemalt, und die Symbole konnte ich mir halt dann einprägen, weil es ist echt schwierig, wenn die sich 14 Grundrechte irgendwie einzuprägen, also auswendig zu lernen. Ja. Und das ist das letzte, das kennt ihr auch schon von meinen schönen Notizenvideos, und zwar ist das auch wieder für Geschichte. Diejenigen, die das Video angeguckt haben, kennen das bestimmt auch schon, und ich kann euch natürlich auch nochmal alle möglichen Videos zu meinen Lernblättern in die Infobox verlinken. Und ja, dann sind wir auch schon fertig. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht ein bisschen Inspiration gegeben für eigene Lernblätter oder was weiß ich. Ja, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!